Die AJ Fernandez New World Connecticut Bellicoso. Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem neuen Video bei etwas Genuss. Und ich habe mal wieder eine Zigarre für euch am Start. Diese Zigarre wurde mir zugeschickt von Zuschauer Jens, der mir mittlerweile viele Zigarren zugeschickt hat. Besten Dank an dieser Stelle. Und dieses Mal ist es die AJ Fernandez New World Connecticut Bellicoso. Ich bin sehr gespannt. Die New World-Reihe, muss man sie ja fast nennen, ist ja eine sehr beliebte Zigarrenreihe von AJ Fernandez und auch im Allgemeinen eine sehr beliebte Reihe, dadurch, dass sie quasi in verschiedenen Unterserien daherkommt. Das ist jetzt die New World Connecticut. Der gute Jens hat mir zum Beispiel auch noch eine New World Dorado mitgeschickt. Wir haben, wie der Name schon vermuten lässt, eine Connecticut, ein sehr, sehr helles Deckblatt, das aus den USA kommt. Ich fange auch heute mal wieder mit dem Deckblatt an. Das Deckblatt kommt aus den USA, das Umblatt kommt aus Mexiko und die Einlage kommt aus Brasilien und Nicaragua. Immer wenn brasilianischer Tabak im Spiel ist, werde ich ein bisschen hellhörig, denn ich mag brasilianischen Tabak sehr. Ihr müsst heute übrigens ein bisschen damit leben, dass hier wechselnde Lichtverhältnisse sind, die Sonne kommt und geht heute. Also wundert euch nicht, es ist wie es ist. Ich bin wie gesagt sehr gespannt. In die New World Reihe wollte ich schon länger mal reinrauchen und bin sehr froh, dass mir das der Jens ermöglicht hat. Das Hello Connecticut Deckblatt habe ich schon erwähnt, den Tabak habe ich schon erwähnt. Der Preis 8 Euro für die Bellicoso. Das ist gar nicht mal so teuer. Wir reden von einer Marke, die gerne sich auch im oberen Mittelfeld ansiedeln möchte. Und wir reden von einem sehr, sehr erfahrenen Zigarrenhersteller, von einem beliebten Zigarrenhersteller. Wir haben bei der Bellicoso natürlich den ausgeformten Zigarrenkopf mit einer doch ordentlich doppelten, ich muss gerade mal gucken, das ist noch das Deckblatt, mit einer ordentlichen doppelten Kappe. Oberkanter kleiner Finger, bis dahin geht sie runter. Das heißt, ihr könnt sie nicht komplett auf den vollen Durchmesser, auf den sonst durchgängigen Durchmesser runterschneiden, was manche Leute machen, wobei ich dann nicht verstehe, warum man sich eine Bellicoso holt, sondern ihr müsst da ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt hatte ich kurz einen Brösel auf der Schamai. Das muss heute alles drin bleiben, Freunde. Ich würde auch hier beim Anschnitt wieder ein bisschen vorsichtig sein. Man könnte einen V-Schnitt machen. Es gibt Leute, die fangen dann bei ausgeformten Zigarrenköpfen an der Seite mit dem Rundschnitt zu arbeiten. Ich mag auch eigentlich keinen Rundschnitt, von daher... Das würde ich nicht machen. Glatter Anschnitt, V-Schnitt, damit dürftet ihr gut beraten sein. Wir haben unten die Fußbinde, die ich mal direkt versuche abzunehmen. Es ist eine Textilbinde und diese lässt sich auch sehr einfach abziehen. Es gibt manche, die sind sehr, sehr stramm und da muss man versuchen, da ein bisschen am Zigarrenfuß rumzuwirken und dann wird es halt immer fummelig. Die hier geht dankbarerweise sehr gut und einfach ab. Alles in allem wirkt die Zigarre gut. Sie hat ein ganz kleines bisschen Spiel, wenn man sie massiert, aber nicht wirklich großartig, sondern man kann sie halt ein bisschen massieren. Sie ist nicht knüppelfest gepackt. Im Kalkgeruch ein guter, klarer, fermentierter Tabakgeruch. Eine schöne Creme, eine süße. Und das war es auch eigentlich schon. Das ist aber auch eigentlich das, was ich bei einer Connecticut gerne haben möchte. Ich würde sagen, ich werde sie mal anschneiden. Und dazu benutze ich natürlich, Freunde, ihr wisst es, den Doppelklingenschneider mit Fixierung von Germanus. Der ist auch einfach gut für eine Bellicoso eignet, dadurch, dass man hinten in dem Loch in der Fixierungsplatte die Spitze zentrieren kann. Ich werde jetzt einmal abschneiden, werde dann gucken, wie das Zugverhalten ist. Falls es mir schon im Kaltzug zugeschlossen ist, werde ich nochmal nachcutten. Aber das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. Ich habe sie einmal angeschnitten. Der Durchmesser ist sehr gering. Wir testen mal, wie das Zugverhalten ist. Ja, es ist ein bisschen auf der geschlossenen Seite. Mein Gefühl sagt mir, dass ich sie einmal nachcutten werde und das mache ich jetzt auch. Das ist aber ein bisschen Gefühl und Erfahrungssache. Seid ihr am Anfang lieber vorsichtig, versucht sie anzuzünden, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass das ein bisschen fest werden könnte. Seid da aber bitte wirklich vorsichtig, wenn ihr das macht. Ich habe sie jetzt nochmal abgeschnitten. Das könnte eher passen. Wir werden es sehen. Zugwiderstand gerade eben. Ja, relativ offen. Das ist jetzt vom Kaltzug da auf den richtigen Zug zu schließen, ist eh ein Ratespiel. 30% Widerstand vielleicht. Im Kaltgeschmack. Liefert sie voll Connecticut ab. Wir haben diese cremige Süße, wir haben den klaren Fermentationsgeschmack und das sind somit die prominentesten Noten. Was ich jetzt machen muss, ist, denke ich, auch klar. Ich muss sie anzünden. Und dafür benutze ich das etwas Genussfeuerzeug. Patreons der Level 3 und 4 kriegen es für ihre Mitgliedschaft dazu. Patreon hilft wirklich dabei, den Kanal hier
am Laufen zu halten. Ich sage es immer wieder, ich meine es aber so, es ist im Genussmittelbereich äußerst schwierig, sowas wie Sponsorings und so abzuschließen, dadurch, dass halt das meiste auch einfach rechtlich ausgeschlossen ist. Von daher Patreon und ein Thanks, es hilft einfach weiter. Jetzt zünde ich aber erstmal die AJ Fernandes an. Angezündet ist sie und dann nehme ich mal den ersten richtigen Zug der AJ Fernandes New World Connecticut Bellicoso. Rauchabgabe ist ganz gut. Rauchabgabe wird sehr gut. Zugwiderstand ist okay. Da würde ich ihn einordnen. Er ist mir einen Tacken zu offen, aber das kann sich noch mal einpendeln. Wir haben die Creme, wir haben die Süße, aber wir haben einen sehr, sehr deutlichen Fermentationsgeschmack, der schon eine Tendenz Richtung Leder hat. Die Rauchabgabe ist aber wirklich sehr gut. Das fühlt sich im ersten Moment nach einer sehr spannenden Kombi an. Ich meine, Nicaragua spricht zum Beispiel auch dafür, dass es eher ein deftiger Smoke wird. Ein Deckblatt aus den USA, ein Connecticut Deckblatt. Die sind zwar an sich irgendwie mild und cremig, aber die haben meistens auch ein bisschen Bums mit drin. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde sagen, ich rauche mal ins erste Drittel der AJ Fernandes New World Connecticut Bellicoso rein und hole euch dann für einen ausführlicheren weiteren Eindruck dazu. Ich bin nicht ganz 20 Minuten im Smoke. Sie ist flott unterwegs. Ich bin zwar schon ein schneller Raucher, aber sie ist wirklich flott unterwegs, was schade ist, da sie Spaß macht. Diese cremige Süße zieht sich bisher voll durch. Und jetzt ist über den Verlauf des ersten Drittels noch eine schöne Holz-, ich möchte schon fast sagen Zedernote mit ins Spiel gekommen. Und eine ganz, ganz leichte, unterschwellige Würze. Das funktioniert wunderbar zusammen. Super entspannt. Quasi gerade so ein aromatischer Mix, dass es immer noch super entspannt ist, super verträglich, aber trotzdem diesen Tacken interessant bleibt. Die Konstruktion an sich ist super. Schaut euch diese Asche an. Der Abbrand ist nicht hundertprozentig gleichmäßig, gerade wie mit dem Lineal gezogen, aber absolut in Ordnung. Und schaut euch diese Asche an. Sie hält auch wunderbar. Es ist ein kleines bisschen windig und ich habe da keine Probleme. Ich werde einmal abwaschen für euch. Sie ist in einem soliden Stück abgefallen. Das ist alles in Ordnung. Nur sie ist flott unterwegs. Ich meine, es ist eine Bellicoso, aber im Prinzip reden wir von einer Toro. Und da würde ich 20 Minuten für ein Drittel schon erwarten. Andere Leute brauchen dafür wesentlich länger bei einer Toro, aber bei mir ist das immer so 20 Minuten für ein Drittel sollte es sein. Hier haben wir nicht ganz die 20 Minuten geschafft und ich musste mich jetzt schon echt zusammenreißen, dadurch, dass sie super schnell brennt. Das ist echt schade. Ich versuche mal die Banderole abzunehmen, bevor ich ein zweites Drittel rauche, dadurch, dass die Banderole relativ groß ist und ich euch sonst in ungefähr 10 Minuten wieder dazu holen müsste. Vielleicht muss ich das auch so oder so, je nachdem, wie schnell sie jetzt weiter brennt. Ein ganz, ganz kleiner Tabakfitzel ist hängen geblieben, aber das ist okay. Sollte eigentlich nicht passieren, aber es hat jetzt das Deckblatt nicht wirklich groß beschädigt. Ich würde sagen, ich rauche mal das zweite Drittel der AJ Fernandes New World Connecticut Bellicoso. So, das ist der richtige Name und hole euch dann für einen ausführlicheren weiteren Eindruck wieder dazu. Nicht ganz 40 Minuten im Smoke. Sie ist echt flott unterwegs und ich achte mittlerweile sehr darauf, zumindest in diesem Review jetzt, weil es mir bei der Zigarre aufgefallen ist, wie schnell ich rauche, dass ich wirklich nicht so schnell rauche. Sie ist einfach flott unterwegs und das ist schade. Sie ist jetzt im zweiten Drittel insgesamt, am Anfang ist sie ein bisschen würziger geworden, dann ist sie im Verlauf des zweiten Drittels deutlich cremiger geworden, deutlich milder geworden. Das macht Spaß. Also da kommt es nicht groß, abgesehen vom ersten Drittel sind jetzt keine Aromen wirklich dazugekommen. Sie spielt so ein bisschen damit. Diese Holznote ist weiterhin da, aber auch ein bisschen flacher und sie wird gerade sehr, sehr cremig, was ich persönlich sehr mag, was ich bei Connecticuts auch oft suche und ein bisschen erwarte und da spielt sie mir wirklich voll in die Karten. Ich glaube, ich habe es gerade im ersten Drittel gar nicht gesagt, der Zugwiderstand ist sehr gut, absolut die Konstruktion an sich, abgesehen von einem relativ schnellen Abbrand, überzeugt die Konstruktion auf ganzer Linie. Sie legt jetzt gerade einen minimalen Schiefbrand hin, sehe ich jetzt gerade.
würde ich jetzt tatsächlich nochmal schauen, ob sich der nochmal ein bisschen fängt. Dadurch das Zugverhalten auch genau 50% genau da, wo der Zugwiderstand sein sollte. Rauchabgabe. Gut und reichlich. Auch ein schöner texturhaltiger Rauch, den man im Mund hat. Das macht schon Spaß. Das mit dem schnellen Abbrand, das ist echt schade. Also, wenn ich hier alles in einem so auf 50 Minuten komme für eine Bellicoso, was ja, wenn man so möchte, eine Toro ist von der Größeneinordnung her, dann. Und ich bin jetzt schon vorsichtig mit meinem Rauchverhalten, dann ist das fast ein bisschen wenig. Auch da werden andere Leute sicherlich noch auf ein bisschen mehr kommen, aber selbst ich möchte bei einer Toro ungefähr auf eine Stunde kommen, idealerweise. Und wenn selbst ich das nicht schaffe und ich bei dieser Stunde schon relativ schnell rauche, könnte das echt ein Problem werden. Wir werden es aber im abschließenden Urteil sehen. Ich werde jetzt mal das letzte Drittel rauchen und hole euch dann eben für dieses abschließende Urteil und die Punktebewertung wieder dazu. Jetzt habe ich kurz gestottert. Ich weiß nicht, wisst ihr was? Ich lasse es drin. Manchmal stotter ich. Man weiß es nicht. Also Leute, ich hole euch dann für das letzte Drittel und die Punktebewertung wieder dazu. 50 Minuten. 50 Minuten habe ich jetzt für die AJ Fernandez New World Connecticut Bellicoso gebraucht. Der Rauch wird jetzt warm und ich werde sie ablegen. Es ist, wie es ist. Super schneller Abbrand. Also was heißt super schnell, aber schon ordentlich schnell. Und deswegen ein bisschen schade. Schade halt vor allen Dingen auch deswegen, weil sie mir geschmacklich ansonsten sehr gut gefallen hat. Jetzt im letzten Drittel ist die Würze wieder dazugekommen, die Creme ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, die Holzaromen sind ein bisschen stärker geworden. Sie hat also mit den Aromen, die zum Großteil den ganzen Smoke über da waren, hat sie die ganze Zeit so ein bisschen gespielt. Und das war nett, das war nicht überwältigend, aber das war nett, das war ein kleines bisschen interessant, aber eine gute Zigarre, um sie einfach nebenbei zu rauchen. Jetzt, was heißt nebenbei rauchen? Eine Zigarre, die aber nicht die absolut volle Aufmerksamkeit erfordert, die man auch vielleicht in einer Lounge, wenn man gerade eine gute Unterhaltung pflegt, gut dabei rauchen kann und sich nicht 100% auf die Zigarre konzentrieren und einlassen muss. Dann ist sie wunderbar, dann ist es eine gute Connecticut, die einfach einen Tacken zu schnell abbrennt. Ich bin mir sicher, andere Leute kommen auf die Stunde bei der. Vielleicht sogar eine Stunde 5. Wenn ihr noch weiter runter raucht, könnt ihr da noch 5 bis 10 Minuten draufrechnen. Aber ich hatte wirklich harte Mühe, auf die Stunde zu kommen und bin jetzt halt bei 50 Minuten gelandet. Und ich habe mich wirklich jetzt schon recht wirklich ordentlich zusammengerissen und mein Rauchtempo noch ein bisschen gedrosselt. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal die Punktebewertung an und kommen dann auch zu dem Punkt Kaufempfehlung, Probierempfehlung. Und ich warne euch vor, die Punkte, das ist mir jetzt gerade auch erst aufgefallen, als ich mit der Benotung durch war, dass das ein bisschen komisch wirkt, aber wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Konstruktion, 90 Punkte. Die Asche war stabil. Der Abbrand, ich habe sie nicht nachkorrigiert. Der Schiefbrand hat sich von alleine wieder gelegt. Es war auch kein echter, wirklicher Schiefbrand. Sie wurde ein bisschen ungleichmäßig und hat sich dann wieder super gefangen. Die Rauchabgabe war die ganze Zeit gut. Das Rauch, der Rauch im Mund war angenehm. Das Zugverhalten war top. Alles in Ordnung. Die äußere Verarbeitung super glatt, super geschmeidig. Der schnelle Abbrand. Und das ist halt so ein Thema, das ist schade. Es gibt Zigarren, die brennen ein bisschen schneller ab. Es gibt Zigarren, die brennen ein bisschen langsamer ab. Aber das war mir jetzt wirklich echt zu schnell für eine Bellicoso. Von daher gebe ich da aber alles in allem trotzdem, dadurch, dass sie jetzt keinen konstruktiven Mangel hatte, der das Rauch, die Rauchfähigkeit in dem Sinne beeinflusst hat, gebe ich ihr da gerne gute 90 Punkte. Aroma gebe ich ihr auch 90 Punkte. Sie ist jetzt keine komplexe Zigarre, es sind nicht super viele Aromen im Spiel, aber es ist interessant. Sie hat am Anfang noch dieses Holz, sie hat noch ein bisschen Leder, das verliert sich dann beides über den Smoke so ein bisschen, taucht am Ende wieder auf. Sie hat die Balance mit der Creme, die da relativ gut gegenwirkt und das gibt sich so ein bisschen die Hand und ist im Starkabtausch. Das sind Aromen, die bei Connecticuts meiner Meinung nach gut funktionieren und auch häufig zu finden sind und das ist dann alles in Ordnung. Und dann gebe ich auch da einfach gerne 90 Punkte. Preis-Leistung gebe ich auch 90 Punkte. Der Preis ist angemessen und ich finde für die Größe, die man kriegt, auch erst recht. Für die Verarbeitung und die Qualität der Verarbeitung auch erst recht. Vielleicht hatte ich hier auch einfach nur ein Montagsexemplar. Vielleicht brennen andere weniger schnell ab. Das könnt ihr mir gerne übrigens in die Kommentare schreiben, wie eure Erfahrungen mit der AJ Fernandez New World Connecticut sind, gerade auch mit der Bellicoso. Aber Preis-Leistung ist absolut in Ordnung und ich werde sie mir garantiert
wiederholen. Ja, man hat vielleicht einen kleinen Tacken zu wenig Rauchspaß. Deswegen kommt sie da auch nicht auf mehr Punkte, weil einfach die Zeit so schnell rum ist. Aber auch da 90 Punkte. Und das ergibt dann natürlich auch einen Punktedurchschnitt von 90 Punkten. Und ich muss auch sagen, eine Kaufempfehlung. Sie macht Spaß, sie ist solide, wenn ihr Bock auf Connecticuts habt, wenn ihr Bock habt, die Marke AJ Fernandez kennenzulernen. Die haben halt auch noch Blends, die wesentlich stärker sind als das jetzt. Dann ist, glaube ich, die New World Connecticut eine gute Möglichkeit, in diese Marke reinzufinden oder auch in die ganze New World Serie reinzufinden und sich da ein bisschen ranzutasten. Kommen wir jetzt aber noch zu den Kategorien, wo ich euch auch gerne eine Punkteskala mitteile, aber die hat keine Auswirkung auf die Gesamtnote, weil bei diesen Kategorien nicht heißt, dass mehr Punkte gleich eine bessere Zigarre sind und es auch ein persönlicher Eindruck ist. Komplexität 4 von 10. Sie hat definitiv geschmacklichen Wandel drin. Sie ist eine Zigarre, die sich über den Verlauf des Smokes relativ häufig verändert. Aber es verändert sich halt im Wesentlichen die Balance der Aromen. Diese Balance ändert sich auch sehr, sehr deutlich und das mehrfach. Aber es kommen jetzt keine großartigen neuen Aromen dazu oder verschwinden komplett. Von daher ist es eine interessante Zigarre. Vielleicht auch für Leute, die schon sehr geradlinige Zigarren hatten, wäre das jetzt eine Möglichkeit, mal eine Zigarre anzutesten, die schon ja ein bisschen komplexer ist, aber wirklich jetzt weit entfernt von anspruchsvoll. Nikotin, auch 4 von 10. Also ihr merkt, was ich meinte mit dieser Punktebewertung, sieht ein bisschen merkwürdig aus. Nikotin, auch 4 von 10. Ich nehme dieses Video am Abend auf, am frühen Abend. Ich habe gut zu Abend gegessen. Ich hatte eine warme Mahlzeit und habe natürlich auch jetzt quasi den ganzen Tag als Grundlage gehabt. Habe dabei gut Wasser getrunken und ich merke das Nikotin doch recht deutlich. Mir ist nicht schwindelig, es dreht sich nichts, mir ist nicht schlecht, aber ich merke es deutlich und ich wäre jetzt sehr vorsichtig, hiernach noch eine Zigarre zu rauchen. Sogar eine sehr milde Zigarre wäre ich ein bisschen vorsichtig mit. Von daher gebe ich da 4 von 10, aber so gesehen auch Anfänger geeignet, wenn man eine gute Grundlage hat. Der Nicaragua-Tabak macht sich halt ein bisschen bemerkbar. Intensität auch 4 von 10. Also diese Punktebewertung ist echt ein bisschen eigentümlich, aber es ist, wie es ist. Die Intensität ist gegeben. Die Aromen sind deutlich, sie sind aber nicht überfordernd. Und so gesehen ist sie auch da gut handelbar. Und ich würde auch sagen, alles in allem deswegen, zusammen auch mit dem Nikotingehalt und der Komplexität, ist es eine Anfängerzigarre in Anführungsstrichen. Es wäre nicht die erste Zigarre. Wenn ihr aber schon ein paar Zigarren geraucht habt, wenn ihr einfach mal jetzt ein bisschen was Interessanteres wollt, nicht direkt den komplexesten Smoke aller Zeiten, nicht direkt den intensivsten Smoke aller Zeiten, aber wenn ihr noch eher bei milden Zigarren seid und einfach so den kleinen nächsten Schritt machen wollt, wäre das wirklich ein guter Tipp, um diesen Schritt zu gehen und in eine Welt einzutauchen, die ein bisschen anspruchsvoller ist, aber wirklich nicht überwältigend und auch für Leute mit wenig Zigarrenerfahrung noch recht gut zu erfassen. Wie steht ihr zu AJ Fernandez? Wie steht ihr zu New World Connecticut? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Hattet ihr auch mit so einem schnellen Abbrand zu kämpfen? Was ist da eure Erfahrung? Stört euch ein schneller Abbrand? Seid ihr da ein bisschen, verzeiht ihr das eher? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare oder macht es besser, kommt in unsere Facebook-Gruppe. Es würde mich sehr freuen, euch da begrüßen zu dürfen. Viele 100 Mitglieder sind mittlerweile am Start. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Es ist wirklich krass. Schaut gerne vorbei. Es wird viel über Zigarren geredet, aber auch andere Genussthemen. Anfänger und erfahrene Genussfreunde, alle sind herzlich willkommen, da ihre Erfahrungen, Eindrücke und Genussmomente zu teilen. Genau das Gleiche gilt natürlich auch für unseren Discord-Server. Ihr habt die Möglichkeit, das Projekt zu unterstützen, entweder in Form einer Review-Spende, so wie es Zuschauer Jens getan hat. An dieser Stelle nochmal besten Dank, Jens, dafür, dass du mir diese Zigarre zugeschickt hast. Wenn ihr mir was zuschicken wollt, achtet bitte auf den Zusatz zum Thema Zigarren. Ansonsten habt ihr natürlich die Möglichkeit, unten über Thanks dieses Projekt zu unterstützen und es hilft wirklich weiter. Genau das Gleiche mit einer Patreon-Mitgliedschaft. Die gehen schon ab 2 Euro im Monat los und ihr habt da wirklich die Möglichkeit, ja, dem Projekt hier unter die Arme zu greifen. Es würde mich wirklich sehr freuen. An dieser Stelle kann ich mich nur noch für eure Aufmerksamkeit bedanken. Lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da. Und da unten habe ich euch jetzt einfach mal das Haul-Video verlinkt, wo die AJ Fernandez New World Connecticut Bellicoso drin war. Wir sehen uns das nächste Mal im nächsten Video. Garantiert mit etwas Genuss.